Hallo meine Damen und Herren und herzlich willkommen im Internet. Das hier ist ein Online-Exclusive vom Neo Magazin Royal aus unserem exklusiven neuen Studio mit unserem exklusiven Supergast Kevin Kühnert. Wer bin ich? Hallo und herzlich willkommen zu Wer bin ich? Wir spielen das tolle Spiel mit den peinlichen Stirnbändern. Wir setzen uns Kevin Kühnert, Juso-Chef und Boss der No-GroKo-Initiative, setzen uns diese peinlichen Stirnbänder auf. War ein Riesenerfolg, das letzte Mal gespielt mit Dorothee Bär, machen hier vorne diese Sachen ab. Und jetzt müssen wir uns gegenseitig Fragen stellen und herausfinden, wer wir sind. Ich bin die Person hier oben, du bist die Person bei dir oben drauf. Wir stellen uns gegenseitig Fragen und wer mit Nein die Frage beantwortet, der dann wächst damit gewechselt. Okay. Also ganz einfaches Spiel. Du fängst an als Gast. Ich bin ein Mann. Ja. Ich bin in der SPD. Ja. Ich war zuletzt Minister für die SPD. Nein. Okay. Bin ich in der Politik tätig? Ja. Bin ich eine Frau? Nein. Okay. Ich bin eher so eine historische Figur der SPD. Boah. Boah. Weiß ich nicht. Doch, ich würde schon jein, würde ich sagen. Also auf dem Foto würde ich sagen schon, ja, aber auch noch aktiv. Noch aktiv. Ja. Aber auf eine Art historisch und prominent. Ich würde als ja mal. Okay. Sehr legendär. Ich bin über 60? Glaube ich nicht, nein. Bin ich in deiner Partei, in der SPD? Ja. Bin ich schon mal in einem hohen Amt gewesen, im Staat, ein hohes Staatsamt? Nein. In der SPD, der nicht in einem hohen Staatsamt war. Gibt's das? So, ich bin. Bin ich im Parteivorstand der SPD? Ja. Ja. Mhm. Auch in einer führenden Position? Ja, würde ich sagen. Ja, würde ich schon sagen. Mhm. Okay. Ich bin aber nicht der Vorsitzende der SPD. Nein. Mhm. Nein. Also ja. Ja, nein. Ja, alles klar. Ich bin stellvertretender Vorsitzender. Weiß ich gar nicht. Ob die sich das trauen. Dann wären sie echt mutig. Weiß ich nicht. Weißt du das? Ich glaube schon, oder? Darf ich mal kurz googeln? Ja, ich müsste. Bitte. Muss kurz googeln. Also, das ist schwierig. Es kämen nur drei Männer in Frage. Das weißt du alles auswendig. Na ja, gut, ist ja deine Partei. muss bei Wikipedia gucken. Es gibt offenbar einen Wikipedia-Eintrag. Ja, ein stellvertretender Bundesvorsitzender. Ja, ich bin für mein ausgiebiges Minenspiel bekannt. Ja. Immer gute Laune. Ich würde sagen, immer gute Laune. Ja. Ja. Wir können das jetzt noch in die Länge ziehen, aber ich kann auch direkt sagen, dass ich Ralf Stegner bin. Ja, absolut. Ralf Stegner, jawohl! Martin Schulz, wir schon da drauf kommen. Komm, mach noch einen. Achso, Stürmann können wir auflassen. Man kann das einfach... dieses geile Foto noch genommen mit dem Schnauzbart. Ja, du kannst das Stürmann ruhig auflassen. Wir machen noch einen. Ich habe noch mehrere. Hier musst du den einfach dran kleben an Stürmband. Ja. So. Und dann. Ralf Stegner und Martin Schulz. Auf Martin Schulz wäre ich nie gekommen. Wer soll darauf kommen? Das ist ja schier. Ist das jetzt richtig rum hier? Ja, ist richtig. Okay, jetzt fange ich an. Ja. Bin ich in der SPD? Nein. Das gibt's doch nicht. Aber ich bin in der SPD. Ja. Und ich bin eine Frau. Nein. Ah. Bin ich in einer Partei, die schon mal mit der SPD koaliert hat? Ja. Das heißt, bin ich in einer christlich-konservativen Partei? Ja. Bin ich dort in einem hohen im Parteivorstand? Ja. Bin ich eine Frau? Nein. Ich bin über 50. Knapp, würde ich sagen. Optisch. Knapp. Du legst sehr viel Wert darauf, dass du noch knapp über 50 bist, wenn du über 50 bist. Alles klar. Ich bin Ministerpräsident. Aktuell nicht. Nein. Aktuell nicht, okay. Also ich bin ein Mann. Mhm. Ich bin in der CDU. Ja. Im Parteivorstand ein Mann in der CDU. Gibt es überhaupt Typen in der Das sind nur Frauen. Das sind nur Bin ich, habe ich eine Halbglatze?
Warte mal. Wie, warte mal. Schwierig? Ja, nee, es ist, ich glaube, das kann man schon so bezeichnen. Als Halbglatze. Wer ist denn da im Parteivorstand mit einer Halbglatze? Aber knapp davor, also nicht Volker Kauder. Ist er ein Parteivorstand? Er ist nicht ein Parteivorstand. Also es ist wirklich... Schwierig? Er würde es empört zurückweisen. Also irgendwas, was dazwischen ist. Habe ich ein Ministeramt inne? Nein. Ich bin im Parteivorstand und habe kein Ministeramt? Was bin ich denn für ein Weichei? Aber du hättest sehr gerne eins. Ich hätte gerne eins? Ja, aber jetzt ist zu spät. Hm. Ah, okay, du bist dran. Ich bin noch amtierender Minister in der Bundesregierung. Ja. Und ich reise ganz gerne. Beruflich bedingt. Was ist denn das für eine Anspielung? Bestimmt ja. Aber ich glaube, nicht so wie Sigmar Gabriel zum Beispiel. Der reist ein bisschen mehr. Ah! Oh. Okay, ist das jetzt ein Ja oder ein Nein gewesen? Ich würde sagen, ja, ich glaube, du reist gerne, aber eher privat. Wochenendtrips, einfach mal raus aus Berlin, einfach mal ein ganz anderes Leben, einfach mal ja. Zu zweit irgendwie eine schöne Paris, London, New York, Los Angeles. Ja, mit Natalia Wörner zusammen zum Beispiel. Mit einer berühmten Schauspielerin, einer sehr guten berühmten Schauspielerin zusammen. Ja. Und einfach auch, weil es auch vielleicht Drehs gibt, auf denen man da mal Mäuschen spielen kann. Hinter den Kulissen. Ja, und ansonsten bin ich gerne im Saarland und esse Leona da zwischendurch. Ja, aber ich verrate nicht, wer du bist. Ja, jetzt vielleicht Heiko Maas? Völlig richtig, Heiko Maas! Ach, Jens Spahn! Echt, der ist auch ein Parteivorstand. Ja, klar, ist ein Parteivorstand. Ja. Komm, eine noch, einen letzten. Ach, so, Jens Spahn, hätte ich drauf kommen müssen, dass ich die Aura des Bildes nicht gespürt habe. Ich habe mich schon gedacht, das pulsiert das so. Ich habe gedacht, das Stirnband ist zu eng. Ja. Aber es ist das Herzklopfen und die Aura, die hier so pulsiert. Vielleicht ist seine heißen Beats das hören. Aber jetzt würde mich deine Einschätzung zur Halbglatze interessieren. Ich würde sagen, ja, auf jeden Fall. Sehe ich auch so. Ist auch aber macht's genau richtig. Ist kurz abschneiden und egal. Ist auch egal. Ja. Ist einfach in Würde altern. Was ist alles andere ist irgendwie ist immer weiß ja wie es ist. Ja, ich weiß. Tobi macht's auch nicht mehr lange. Nee, eben. Ja. So letzte Runde. Wer bin ich mit Kevin Kühnert? Ich weiß, dass es mit Dorothee Bär hinterher gab's wilde Diskussionen im Internet. Kam super an. Ja. Okay. Du fängst an. Ich fange an. Ja. Jetzt. Ich war jetzt zweimal ein Mann, jetzt bin ich aber bitte wirklich meine Frau. Nein, bist du nicht. Ach. Nein, bist du nicht. Bin ich eine Frau? Ja. Bin ich eine Frau in der SPD? Ja. Bin ich eine Bundesministerin? Nein. Nein? Nee. Okay. Mhm. Ich bin Mann, ich bin aber auch in der SPD. Nein. Ah, okay. Bin ich Ministerpräsidentin? Nein. Keine Bundesministerin, keine Ministerpräsidentin. Ich bin von der CDU. Nein. Auch nicht. Keine Bundesministerin, keine Ministerpräsidentin. Bin ich eine eine SPD-Legende? Bin ich eine Putzfrau? Bin ich die Putzfrau? Nein. Die Kultputzfrau, die Sigmar Gabriel so schön Kontra gegeben hat? Du musst ihn fragen. Bin ich das? Bin ich die Putzfrau, die so... Nein, bist du alle nicht. Gesagt haben, guck mal, die SPD kann's noch, und dann war sie wieder weg und dann haben alle wieder über andere Sachen geredet. Tut mir leid. Nee, bin ich nicht. Okay. Bist du nicht. So, also, ich bin Mann, ich bin nicht in der SPD, nicht in der CDU. Wenn es jetzt um den Humorfaktor geht, muss ich in der CSU sein. Absolut. Ja. Ich bin an den aktuellen Koalitionsverhandlungen beteiligt. Aber sowas von. Ich war Minister im letzten Kabinett. Sehr erfolgreicher Minister. Total. Ich wäre dafür zuständig gewesen, 50 Mbit in ganz Deutschland zu schaffen, hab's aber nicht auf die Kette gekriegt. Weil mit Trommeln geht auch. Ja, und deswegen fordern wir jetzt Gigabit-Netz bis 2025. Oder bis 2050, ja. Überall Edge in ganz Deutschland. Ja, ich überreiche gern so Checks in bayerischen Gemeinden dort genau. Vor Ort. Und warum nicht mal einen Anzug von Herr von Eden anziehen? Ja, genau. Machen wir es kurz. Ich bin Alexander Dobrindt. Völlig richtig. Ja. Kevin Kühnert! Wahnsinn! Wer war ich? Andrea Nahles. Ist sie keine Bundesministerin? Nee. In dem Augenblick, wo sie Fraktionsvorsitzende wurde, ist sie raus gewesen. Verdammt nochmal! Ja, das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, sie wäre noch Arbeitsan. Dieses Jahr Katharina Barley.
Ballet. Immer an Harley Davidson denken. Harley Davidson. Meine Damen und Herren, das ist Kevin Kühnert, der Juso-Chef. Schon bald in Ihrer GroKo oder No GroKo, auf jeden Fall weiterhin in Ihrer SPD. Wenn Sie richtig Fun haben wollen, wenn Ihnen MDMA und Heroin nicht mehr reichen, treten Sie in die SPD ein. Es lohnt sich auf jeden Fall. Vielen Dank, schön, dass du da warst. Danke. Dankeschön, auch. Viel Erfolg. Und tschüss, bis bald im Neo Magazin Royale.